Was war das? Bislang erzählte jeder Teil von Far Cry eine neue Geschichte. Doch damit ist jetzt Schluss. New Dawn macht dort weiter, wo der fünfte Teil rund um Joseph Seeds fanatischen Kult aufhörte. Nebenbei versprechen die Entwickler mehr Tiefe in Form von klassischen Rollenspielelementen. Ein Grund, nach Hope County zurückzukehren? Es ist tatsächlich passiert. Auf der ganzen Welt schlagen Atombomben ein, woraufhin viele Regionen komplett zerstört sind. Die Überlebenden retten sich in den Untergrund, um sich vor den nachhaltigen Auswirkungen der Katastrophe zu schützen. Die Bewohner von Hope County haben dabei vergleichsweise Glück gehabt. Sie können bereits nach wenigen Jahren zurück an die Oberfläche kehren und mit dem Wiederaufbau ihrer Heimat beginnen. Während die meisten Gebäude zerstört und großflächige Gebiete weiterhin verstrahlt sind, blüht die Natur regelrecht auf. Leider täuscht die Idylle, denn Hope County befindet sich bereits in den Händen der Highwaymen. Die Anarcho-Gruppe wird von Zwillingsschwestern angeführt, die mit brutaler Waffengewalt die Bevölkerung unterjochen. Folgerichtig besetzen sie alle noch halbwegs intakten Gebäude und nutzen sie als zentrale Außenposten. Ihr stoßt im Laufe der ersten Spielstunde auf eine Gegenbewegung, die sich gegen die Highwaymen auflehnt, ebenfalls mit Gewalt versteht sich. Unter deren Führung erledigt ihr Far Cry-typische Story-Missionen und stürmt die besagten Außenposten, um nach und nach Hope County zu erobern. Bereits die Karte von Hope County dürfte euch mehr als bekannt vorkommen, gleichwohl ein Großteil radioaktiv verseucht und somit unzugänglich ist. Man könnte demnach Ubisoft dezente Faulheit vorwerfen, weil der Entwickler einen Großteil der Spielwelt von Far Cry 5 recycelt. Allerdings wird dies im Kontext der Geschichte gut erklärt und die Unterschiede sind optisch spürbar genug, um zu motivieren. Überdies hat sich Ubisoft die sogenannten Expeditionen einfallen lassen, die euch in 7 abgeschlossenen Gebieten auf die Suche nach Paketen schicken. Jede Expedition ist quasi zweigeteilt. Zunächst sollt ihr euch schleichend vorwärts bewegen, bis ihr das zu suchende Paket gefunden habt. Danach müsst ihr euch zum Landeplatz begeben, wo euch ein Hubschrauber abholt. Der Haken? Jedes Paket ist mit einem GPS-Sender versehen, weshalb euch die Highwaymen spätestens eine halbe Minute später aufspüren und erbarmungslos jagen. Das Spiel kippt entsprechend von einem Schleichspiel à la Metal Gear Solid hin zu einem hektischen Gefecht in der Form eines Call of Duty. Ubisoft hat im Vorfeld viel Tamtam um den gestiegenen Rollenspielanteil gemacht, der Far Cry New Dawn von seinen Vorgängern abheben soll. In der Tat könnt ihr euren Charakter dank Vorteilspunkten mit neuen Fähigkeiten ausstatten, die beispielsweise beim Knacken von Safes helfen, das heimliche Überwältigen von Gegnern verbessern oder uns einen Kletterhaken spendieren. Zudem sammelt ihr durch das Befreien von Außenposten wertvolles Ethanol, das ihr wiederum zum Ausbau von Prosperity benötigt, eurer Basis. So könnt ihr letztlich bessere Waffen herstellen oder eure Lebensenergie dauerhaft erhöhen. In Sachen Außenposten habt ihr die Wahl. Wollt ihr diesen stehen lassen oder plündern? In letzterem Fall gibt es nochmal etwas Ethanol, dafür wird aber der Posten wieder von den Highwaymen besetzt. Ihr könnt ihn ergo erneut erobern und müsst mit deutlich stärkeren Gegnern rechnen. Ähnlich verhält es sich mit den Expeditionen. Im Grunde steckt dahinter ein sehr simples System. Missionen, Gegner, Waffen und diverse Fähigkeiten sind in Ränge aufgeteilt. Man könnte auch von einem Schwierigkeitsgrad reden, für den ihr zunächst das entsprechende Equipment benötigt. Allerdings gibt es nur 4 verschiedene Ränge, weshalb das System schnell ausgereizt scheint. Von vornherein solltet ihr euch im Klaren sein, dass Far Cry New Dawn nicht den gleichen Umfang hat wie sein Vorgänger. Hope County ist dank der verseuchten Gebiete deutlich geschrumpft, was auch die zusätzlichen Expeditionen nicht ausgleichen können. Laut Statistik gibt es 30 Außenposten, die sich jedoch auf magere 10 reduzieren. Die erhöhte Anzahl kommt nämlich nur durch die 3 verschiedenen Schwierigkeitsgrade zustande, die pro Posten zur Verfügung stehen. Dafür fühlt sich das Spiel aber auch straffer und kurzweiliger an. Ihr habt nicht das Gefühl, von Aufgaben oder Sammelobjekten erschlagen zu werden. Zudem ist Far Cry New Dawn mit knapp 45 € zum Release etwas günstiger als der Vorgänger. In Sachen Grafik und Sound hat Ubisoft jedenfalls nicht gespart, gleichwohl wir Dan Romers geniale Musik aus Far Cry 5 vermissen. Far Cry New Dawn ist nichts Besonderes und trotzdem unterhaltsam genug. Das bewährte Open-World-Prinzip funktioniert nach wie vor und recycelt gekonnt den Vorgänger.
Die Story ist nett und das Missionsdesign geht in Ordnung. Gleichwohl wir Spiele dieser Art hundertfach gezockt haben, hat uns New Dawn soliden Spaß bereitet. Das Einzige, was uns enttäuscht, sind die Rollenspielelemente und das damit zusammenhängende Rängesystem. Das ist uns letztlich zu simpel und zu grob. Wir steigen viel zu schnell auf und werden über weite Strecken kaum gefordert. Erst ganz am Ende konfrontieren uns die Entwickler mit Gegnern, die uns zur Weißglut bringen und über die Auswahl unserer Ausrüstung nachgrübeln lassen. Hier wäre eine feinere Abstufung des Schwierigkeitsgrades besser gewesen.